everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Show 2, Satan Chronicles. Meine Freunde, in der letzten Folge waren wir mal wieder, wie so oft, in Sidequest House und haben uns ein bisschen die Zeit vertrieben und haben dem Kerl hier links, dem haben wir geholfen, seine Handelswaren aus dem Dämmerwald zu holen. Aus dem Dämmerwald. Wir sind in Kraft, ja, wie zum Kuckuck konntest du das nicht merken? Ist ja auch egal, jedenfalls, wir haben ein bisschen Kohle gekriegt, über 1000, ein Regenerstein, den hier. Cooler Zauber, der so ziemlich dasselbe ist wie die Fähigkeit von Mara, mit diesem violetten Trank, aber man kann ja nie wissen. Vielleicht geht uns ab und zu mal das Zeug aus, da fällt mir ein, ich muss noch ein paar Kräuter kaufen nach dem letzten Ding, da wir das gelbe Fieber geheilt haben. Noch eine kleine Übersicht. Wir haben jetzt so ziemlich alle Sidequests gemacht, die wir haben. Zumindest die, die wir jetzt schon tun können. Bis auf die Ultra-Fungi, aber da habe ich keinen Bock gerade drauf. Die mache ich irgendwann mal so nebenher. Vielleicht auch offscreen und zeige vielleicht das Ergebnis, aber mehr nicht. Das hier ist ja ein fortwährendes Sidequest neben der Hauptqueste. Wo wir da hin müssen, weiß ich. Der ewige Schrein, ja, wir brauchen eben diesen einen Schlüssel. Und den finden wir noch nicht. Und ich weiß noch nicht mal, ob wir den hier überhaupt kriegen in dieser Demo. Die Ikone müssen wir wahrscheinlich zufällig finden. Muss wahrscheinlich nicht mal hier sein. Vielleicht war das auch in Ramut irgendwo, wo wir auch noch vorbeigehen können, weil jetzt dürfen wir wieder rein. Da müssen wir auch noch irgendwas finden, ja, ein Stein der Ewigkeit, was der Schlüssel für das hier sein wird. Und die Wolfsmutter läuft ja auch die ganze Zeit neben hier her. Da bleibt mir eigentlich nur noch eins zu machen. Ich werde jetzt durch die gesamte Stadt hier rennen, das seht ihr jetzt nicht, und werde suchen, ob es noch irgendwelche Sidequests gibt, die wir jetzt noch tun können, bevor wir uns dem Plot wieder widmen. Und deswegen sehen wir uns gleich wieder. Waren wir schon hier drin? Ich weiß es nicht. Guten Tag. Verzeiht, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ja, sehr gut. Und was ist mit dir, mein kleines Mädel? Ich freue mich schon auf bald auf die neuen Arena-Kämpfe. Mama mag es nicht, wenn ich mir das angucke, aber Papa nimmt mich trotzdem immer mit. Deswegen mag ich meinen Papa, auch wenn er kein Ordenskrieger mehr ist. Vielen Dank für diese Information. Ich möchte deinen Teddybär looten. Hat er Loot, dann ist es gut. Hat er's nicht, bin ich nicht sehr erpicht. Aber was ist das? Lebenswasser, yippie. So, hier noch was? Nein? Nein? Gut. Dann ist dieses Haus ab jetzt wertlos für uns. Die Gebiete von Setan, Larok Pass. Der Larok Pass ist einer der Hauptwege in Zentral-Setan, wenn es um die Durchquerung des Gebirges geht. Doch im Gegensatz zum Pass, der durch die Morfera-Berge führt, ist der Larok Pass eine Sackgasse, weswegen er von Händlern nicht genutzt wird. Allerdings endet der Pass nicht in der Wildnis, sondern bei einem seltsamen Turm, der einsam in den Berg aufragt. Dessen Zweck jedoch völlig unklar ist. Handelt es sich um einen Aussichtsturm oder einen Außenposten? Manche Autoren sprechen ihm eine zutiefst magische Rolle zu, doch unter Experten wird das angezweifelt. Ihren Vermutungen nach ist dieser Turm einfach ein Relikt des Altertums. Doch warum ist der Larok Pass in der Nähe des Turmes dann von Magie erfüllt? Wenn die Menschen damals noch gar nicht so intensiv Magie nutzten. Interessant. Und das ist nämlich die nächste Hauptqueste, meine Freunde. Da geht's nämlich weiter, sobald ich Zeit finde. Da ist Loot drin. Geben Sie mir das Loot. Dieses Loot hier. Ich will es haben und besitzen. Meins. Weshalb veranstalten wir eigentlich solche Spektakel, wenn das Land von Monstern und Dämonen heimgesucht wird? Nun, es ist ein Zeichen von Stärke und Zusammenhalt. Und das brauchen wir in diesen Krisenzeiten. Wenn er das sagt. Für mich ist es jedoch dennoch unnötig. Und du? So viele Söldner und Abenteurer sieht man selten auf einem Haufen. Sonst sind alle in ihren Aufträgen verstrickt oder kämpfen mit den Söldnern an der Front. Aber der Preis bei einem Sieg im Turnier ist rein traumhafter. Er ist traumhafter als jeder große Schatz dieser Welt. Auf den Tafeln dieses Platzes finden sich stets Steckbriefe und Aufträge für Abenteurer und Söldner aus ganz Setan. Meistens sind sehr wertvolle Objekte als Belohnung gesetzt. Ah, da liegt was. Hehe.
Ich weiß, was wir jetzt machen, Freunde. Wir plündern die Speisekammer. Ich hab deinen Schlüssel. Sieht so aus, als würde dieser Hansibald-Schlüssel hier passen. Benutzen. Ich habe mir die komplette Sidequest jetzt verbaut. Oh, ein Windring. Ich wusste, wir kommen doch irgendwie rein. Wahnsinn. So. Und dann gehen wir halt wieder. Ich hab den Schlüssel gefunden. Oh, ihr schon wieder? Kann ich euch helfen? Alter. Wer seid ihr? Was wisst ihr bei Roland? Nix, ich habe nur deinen Schlüssel gefunden. So, wieder zurück zum Platz, denn ich möchte da alle Dialoge mal täten tun und tätere täten, täten, tuten, täten, dieten, taten. Guten Tag. So, ihr beide, was habt ihr zu tun? Verflucht. Eigentlich sollten wir in den Arena-Kämpfen teilnehmen und die Söldnerherre vertreten. Aber diese Monster haben uns aufgehalten. Nun konnten wir uns nicht qualifizieren und die Kämpfe beginnen in Kürze. Wenn wir doch nur eine Ausnahmegenehmigung hätten. Wir wollten an den Arena-Kämpfen teilnehmen, doch wir konnten uns nicht für da rechtzeitig anmelden hier. Vielleicht könnt ihr das ja gebrauchen. Wäre schon... Oh, das ist aber sehr nett. Und hier wurde schon, Anhaltspunkte für die Vollversion geschaffen, denn wie wir leider wissen, der Demo ist die Kampfarena nicht zugänglich. Denn diese Sondergenehmigung wird wahrscheinlich auch uns Tor und Tür öffnen dort oben. So, und du? Unglaublich. Aufträge aus ganz Setan. Es war wohl doch die richtige Entscheidung, nach Grafia zu kommen. So werde ich bestimmt reich. Wenn du dich da mal nicht täuschst. Ob ich beim Turnier hätte mitmachen sollen? Allerdings, dort sind überall furchterregende Gegner. Dafür bin ich wohl doch zu schwach. Aber ein paar Schleime jagen, das kann ich wirklich gut. Das glaube ich ihm sogar ungesehen. So, weitersuchen nach Loot. Ich kann mir nicht helfen, aber dieser alte Mann dort sieht nicht sonderlich gesund aus. Er sitzt Tag ein, Tag aus auf dieser Bank und er redet auch mit niemandem, sehr seltsam. Na, dann versuchen wir doch mal, ihn aufzuheitern. Eure Monsterfibel sieht ja interessant aus. Da steht ja kaum etwas drin. Da werdet ihr aber noch einiges an Arbeit vor euch haben. Wenn ihr das sagt, komm, Mr. Katz. Hier bewertet wohl einer unsere Monsterfibel. Ging das bei Pokémon nicht auch, dass man seinen Pokédex bewerten lassen konnte? Wie je nachdem, wie viele Pokémon man gesehen und gefangen hat? Haha, du kannst mir nicht erzählen, dass du das nicht daher hast, mein Freund. Und jetzt suchen wir weiter. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Queste. Guten Tag. Womit kann ich Ihnen dienen? Wie ist die Lage in Grafia? Wir haben zurzeit viele Zulauf von Söldnern, die sich in der Arena messen wollen. Dennoch hat der Orden alles im Griff. Es besteht keinerlei Bedrohung für Grafia. Gibt es ein Problem? Du siehst so komisch aus. Gab es in letzter Zeit Probleme mit Vorfällen in Grafia aufgrund von Monstern und Dämonen? Monster nicht, aber wie es scheint, treibt ein Dieb in Grafia sein Unwesen. Zumindest liegen uns schon etliche Meldungen von Diebstählen vor. Haben die Ordenskrieger den Dieb noch nicht fassen können? Ich kann es nicht fassen. Ha! Leider nicht. Es ist unklar, wo sein Versteck ist und wer überhaupt es ist. Zudem sind gerade nicht sehr viele Ordenskrieger in Grafia verfügbar. Aber da ihr auch ein Ordenskrieger seid, habt ihr nicht Interesse, uns zu helfen? Eure Mühen sollen auch nicht unbelohnt bleiben. Aber sicher! Ich danke euch jetzt schon für euren Einsatz. Am besten befragt ihr die Bewohner in den Gebäuden nochmal, um Informationen zu erhalten. Vielleicht haben einige den Dieb auch gesehen oder haben Informationen über sein Versteck. Wir werden uns darum kümmern. Aha! Sherlock sei unterwegs! Na Freunde, da haben wir doch noch neue Queste. Tipps und Tricks und Torte. Von allen Monstern und Kreaturen, die diese Welt heimsuchen, sind jene, die untot sind, die mitunter grauenhaftesten.
Meist handelt es sich um verfluchte Menschen oder die Seelen Verstorbener, die beschlossen haben, die Lebenden zu terrorisieren. Ja, das haben die einfach so beschlossen. Die lagen da rum und dachten so, ey, es ist langweilig, jeden Tag mit sich selber Uno zu spielen. Terrorisieren wir ein paar Leute. Doch egal wer oder was es ist, man kann sich gegen diese Kreaturen zur Wehr setzen. Die größte Schwäche der Untoten ist ihre Anfälligkeit gegen das Element Feuer und Licht. Dementsprechend sind sie aber gegen Elemente wie zum Beispiel Schatten nahezu immun. Da es sich bei den Untoten um Tanara handelt, sollte man sich von ihren Städten fernhalten. Wenn man die Konfrontation mit ihnen gehen will. Spooky, scary Skeletons. So, da was drin? Nein. Nichts Interessantes. Cool, Freunde. Verzeihung, aber der Zutritt zu den Aktenräumen ist unbefugten strengstens verboten. Ja, sehr gut. Habt ihr was Interessantes zu erzählen? Ein Katsura. Die Götter zum Gruße. Womit kann ich euch helfen? Wer seid ihr? Ich bin Mitglied der Katsura und helfe dem Orden im Namen der Magier bei allen Angelegenheiten der Verwaltung, die Grafia betreffen. Oh, bist du das, Rey? Ah, ihr kennt mich? Natürlich. Ich habe jahrelang mit deinem Vater zusammen als Priester gewirkt. Ich bin überrascht, dich in einer solch illustren Begleitung zu sehen. Hat der Orden euch noch nicht über unseren Auftrag informiert? Doch. Ich kann nur wieder einmal die unergründlichen Wege der Götter bewundern. Jedenfalls. Wie geht es deinem Vater? Das weiß ich nicht. Ich war schon seit einer Weile nicht mehr zu Hause. Ich verstehe. Aber sei unbesorgt. Ich wette, Hyragus ist sehr stolz auf dich. Du warst immer schon eine talentierte Magierin. Und nun bist du sogar auserwählt. Danke. Kann ich sonst noch helfen? Was macht ihr hier? Ich wurde von den Katsura auserwählt, die sie in Grafia zu vertreten. Wir Magier helfen dem Orden bei der Verwaltung der Stadt aus. Nun, was habt ihr damit zu tun? Wir verwalten hier alles, was mit dem Handel, den Belangen der Bewohner und dem Nachrichtenverkehr mit anderen Städten zu tun hat. Außerdem stellen wir Formulare und Anträge aus und führen eine Übersicht über alle Söldner und Abenteurer, die wegen den Arena-Kämpfen nach Grafia kommen. Kann ich sonst noch helfen? Nope, danke. Was ist mit euch zwei? Bücher. Nichts Interessantes. Du. Wassermagier. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch behilflich ein? Wer seid ihr? Ich bin im Namen des Wasserclans hier, um zusammen mit den anderen Magiern hier dem Orden zu helfen. Kann ich sonst noch helfen? Wie findet ihr die Katsura? Eine sonderbare Frage, doch ich will sie euch beantworten. Die Katsura stellen die mächtigsten Magier auf der Welt dar. Sie sind dazu in der Lage, alle Elemente zu beherrschen und können sogar als legendäre Ultima nutzen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Katsura zu den Stellvertretern der Götter aufgestiegen sind. Sie sind es auch, die Mehrheit der Hohepriester stellen. Von solchen Einflüssen können die anderen Clans nur träumen. Mit unseren Kräften haben wir auch viel Verantwortung zu schultern. Kann ich sonst noch helfen? Nein, kannst du nicht. Was ich allerdings verwunderlich finde, ein bisschen, design-wise jetzt, unser guter Sai fragt immer, wer seid ihr? Gebt denen doch ein paar kleine Namen. Weil, wer seid ihr? Ich bin ein Stellvertreter des Clans. Ja, aber wer seid ihr? Ich habe hier das und das zu... Ja, schon gut, aber wer seid ihr? Also, kann man ruhig einen Namen reinfallen, wenn er schon so fragt, wer seid ihr? Es sei denn, das hat einen anderen Hintergrund, dann okay. Aber, na, das ist nur ein kleines Feedback von mir. Feuermagier. Die Götter zum Große, kann ich euch helfen? Wer seid ihr? Ich wurde vom Feuerclan hierher gesandt, um unsere Interessen in Grafia zu vertreten. Leider scheint meine Arbeit hier weniger glorreich zu sein, als ich dachte. Zumindest ist meine Pflicht hier nächstes Jahr erfüllt. Dann habe ich mich in den Augen meines Clans bewiesen. Braucht ihr sonst noch was? Wer sind die Magier? Die Magier-Clans?
Was ist denn das für eine weltfremde Frage? Ich hätte bisher nicht sonderlich viel mit den Magiern zu tun. Na, ich will mal nicht so sein. Jeder Mensch, der Magie beherrscht, hat eine natürliche Veranlagung über bestimmte Elemente. Ein Magierclan besteht nun aus all jenen Magiern, die dieselben Veranlagungen teilen. Ich habe eine Veranlagung für das Element Feuer und bin dementsprechend Mitglied im Feuerclan. Meist besteht ein Clan aus unterschiedlichen Familien, die zusammen denselben Namen tragen. Ich hoffe, das reicht euch als Erklärung. Nun, wenn ich ehrlich bin, danke für die Ausführungen. Boah, das ist auch noch was. Nein. Mensch, Sid, was ist denn los mit dir? Der ist schon wieder auf Konfrontationskurs, der Kerl. Hier, was Interessantes? Nope. Nöpidinö. So, dann gehen wir noch ein bisschen suchen. Wissen über den Dieb. Könnte mir etwas über den Dieb sagen, der Graf ja unsicher machen soll? Oh, ihr wollt diesmal Lungas Handwerk legen. Großartig! Man tut, was man kann. Doch habt ihr Informationen, die uns weiterhelfen könnten? Nun, bisher ist er mir leider stets entwischt. Aber sein gellendes Gelächter vergisst man nicht so einfach. Danke für den Hinweis. Das kann uns sicherlich weiterhelfen. Weiter geht's! Was haben wir denn hier Schönes? Luthausen! Ne? Lebenswasser. Na, das ist nix? Okay, ich korrigiere mich. Das ist nicht Luthausen, das ist Lutingen. Wow, that was amazing. Da hast du dich mal wieder selbst übertroffen. What is that? Hier ist eine Art Schalter eingelassen. Man scheint dort Zahlen einstellen zu müssen. Okay. Goddammit. Was wisst ihr über den gemeinen Dieb? Wisst ihr etwas über den Dieb, der Graf ja unsicher machen soll? Oh? Habt ihr den Auftrag, diesen Unhold beizukommen? Ich hoffe, es gelingt euch, denn dann können wir wieder ohne Angst bestohlen zu werden zu Bett gehen. Und deswegen brauchen wir eure Hilfe. Habt ihr etwas mitbekommen, was uns weiterhelfen könnte? Hier in der Schmiede schien er vorrangig an den Dolchen und Messern interessiert zu sein. Vielleicht kämpft er ja mit diesen Waffen am liebsten. Danke für diesen Hinweis, er kann uns sicherlich weiterhelfen. Keine Ursache, ich helfe dem Orden gerne und seinen Kriegern. Weiter geht's! Guten Tag, haben Sie einen Dieb gesehen? Well, probably not. Guten Tag. Was wisst ihr über den Dieb? Seid ihr, könnt ihr etwas über den Dieb sagen? Darüber kann ich euch leider nichts berichten. Uns scheint er bei seinen Raubzügen zu verschonen. Oder er meidet sie, weil sie ihn mit einem Zauber zu Leibe rücken könnten. Dennoch danke für eure Hilfsbereitschaft. Objektfusion. Nein, danke. Ja. Kräuter kaufen! Kräuter! Guten Tag, womit kann ich Ihnen dienen? Wegen dem Dieb. Fragt die Bewohner geboren. Was wisst ihr über den Dieb? Mein guter Barmann? Ja. Ihr sollt diesen Kriminellen wohl einfangen, wie? Kann man so sagen. Das ist eine gute Frage, denn er ist meist schnell wieder entwischt, wenn man ihn einmal bemerkt. Allerdings scheint er immer so, als trüge er einen funkelnden Splitter bei sich. Neues für mein Notizbuch, denn ich habe schon angefangen, Zeugs zu notieren. Funkel. Splitter. So, wunderbar. Danke für den Hinweis. Und weiter geht's. Sag, könnt ihr was zum Dieb in Gracia sagen? Ihr habt wohl die Aufgabe zu jagen. Leider kann ich euch nicht weiterhelfen. Er ist immer so schnell und agiert meistens in der Nacht. Jedoch würde ich wetten, dass der Bursche sich in einem verlassenen Gebäude... Verlassenes... Gebäude. Gebäude, Haus. So. Wunderbar, weiter geht's. Wisst ihr über den Dieb, der zurzeit in Grafia heimsucht, etwas, meine Liebe? Ihr habt es in Auftrag, den Diebling festzumachen? Ja, immer noch. Ja, das stimmt. Da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Ich habe stets Dienstschluss, wenn dieser Ganove aufkreuzt.
Er scheint aber vor allem Gold und Juwelen abgesehen zu haben. Ist ja so, so hilfreich. Gold and Jewels. So. Nächster Tipp. Wisst ihr was über den Dieb? Hat man euch... Ja. Macht euch keine allzu großen Hoffnungen. Wenn die vor Ort stationierten Ordenskrieger ihn schon nicht fassen können, was wollt ihr dann ausrichten? Wir werden ja sehen. Ah, das hilft auch nicht weiter. Wissen Sie etwas? Ja. Was ist das denn? Auf dem Zettel scheint ein Spruch notiert zu sein. Da ist der Tipp. Freunde, ihr wisst, was das ist. Oh, ich raste aus. Okay, eins. Ich hab's, ganz im Ernst, ich hab's gewusst in dem Moment, als ich das erste Mal das Ding zum Spaß eingegeben habe. Ich bin runter und denke, hier sind überraschend viele unterschiedliche Sachen. Oh, ich hab's gewusst. Krüge. Zwei. Säcke. Drei. Kisten. Vier. Besser. Und? Möglicherweise ist es ein Hinweis auf etwas. Ja, die Frage ist, warum ist das hier? Hast du noch was zu sagen, Kleine? Arena-Kämpfe? Sag, Kleine, weißt du etwas über den Dieb, der in Grafsia Sachen stiehlt? Darüber weiß ich nichts. Aber ich habe da so einen komischen Zettel im verlassenen Haus neben dem Gebäude gefunden. Da steht aber nur komische Sachen drauf, die ich nicht verstehe. Ha, vielen Dank und ab geht's. Krüge sind es einer. So, Freunde, das sind wir wieder. Ich habe einen Krug. Säcke haben wir fünf Stück. Kisten 1, 2, 3, 4, 5. Auch 5, ne? Oder? Na, es sei denn, dass unten zählt noch. Also 5 oder 6. 5-6. Und Fässer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die 7. Beziehungsweise vielleicht die 8, falls das kleine Runde hier noch mitzählt. So, also. Dann versuchen wir unser Glück. Ja, eine Art Schalter. Ich weiß. So. Nochmal eine 5 und eine 7. Bingo, bango, baby! Scheint, als hätten wir etwas aktiviert. Nicht nur etwas. Hihi. Den stürmen wir. Wow, ist das der Ernst? Ein komplettes neues Gebiet? Na Freunde, in dem Fall würde ich sagen, den finalen Showdown mit diesem Dieb liefern wir uns in der nächsten Folge von Charon 2 Zetan Chronicles. Für noch mehr Videos klickt die Links hier unten. Und bis dahin, rock your life everybody. Cheerio! Mann, ich hatte noch kein Game, in dem so viel unterirdisches Zeug war.